Das war's mit den Stigmas. Gut. Das war die Ansage. Beste Ansage ever. Ja, aber hallo. Das Schweigen. Aber logisch. Das Schweigen der Lämmer 2.0. Okay. Was für Lämmer? Ich hab den Titel. Was für Lämmer, genau. Das Schweigen von Lämmer. Auch Lämmer. Ja, kurz. Real Schweigen der Lämmer. Okay, machen wir eine kurze Begrüßung. Willkommen zurück zu Aion. Yay. Hallo. Hallo. Hui. Jo, wie ihr seht, habe ich hier ein paar neue Skills bekommen und meinen generellen Skills etwas aufgeräumt. Spannend, ne? Say what? Kämpfen, immer nur kämpfen. So kämpfen, unglaublich kämpfen, viel wird hier geredet, immer das hält mein Herz nicht aus. Kämpfen, immer nur kämpfen. Okay, oh, dann beende ich jetzt. Kämpfen, immer nur kämpfen. Ah ne, da hinten. Schlachten, immer nur kämpfen. Holt das verzauberte Buch, da hol ich noch das verzauberte Buch. Aber immer da! Ein Holzfass. Da ist ein Holzfässer. Holzfässer, ja! Yeah. So, anklicken. Verwenden. Ich nehme das wird Buch. Verwendet. Ja, ich möchte es benutzen. Ja, ich möchte einen Stick benutzen. Ha, zum zweiten Mal. Das ist schlechter. Okay, und dann hole ich mir noch Zugang zur Geheimbibliothek. Wieder ein Buch. Nee, den muss ich auch noch machen. Und ich habe Zugang zur geheimen Bibliothek. Da gehen wir auch gleich mal rein. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber wir gehen trotzdem einfach mal rein. Einfach reinmarschieren. Doch, eh nur eine Quest. Hier ist nix. Okay, dann kann ich jetzt auf nach Moorheim. Moon ist ja immer noch nicht Level 25. Das heißt, wir können immer noch nicht nach ins Abyss. Ja, ja, an dir sollte es nun auf hier rum nicht liegen. Toll, hast du hinbekommen, Moon. Ja, wenn ihr auch heimlich privat. Das ist nicht mein Problem. Ach, hat doch keinen Power Leveling Moon. Kannst das kann weg. Das kann eigentlich jetzt auch weg. Nein, ich sterbe. Das behalte ich noch. Du stirbst doch immer. Ist doch nichts Neues. Das behalte ich auch noch. Das kann weg. Hä? Komm doch her. Das behalte ich auch noch. Und Pernon kann sowieso weg. Ich denke, du wirst Perno machen. Ja, aber die Quests erstmal dort. Oh. Die dauern eh noch Jahre, ehe man die machen kann. Dann geht's jetzt auf nach Moorheim. Die dritte Region. Region. Such dir ein anderes Dorf. Vor allen Dingen Dorf. Kaff. Wer ist Aegir? Achso, Moorheim. Okay. Lähm. Hui. Ich hoffe, das Schicksal findet euch bei Kräften. Und Moorheim. Ja. Ist das Schicksal erlaubt? Und willkommen in Moorheim. Warum soll mir so still zu sein? Was? Einfach. Ja, das Leben ist nie einfach. Wichtige Botschaft. Kein Plan, was es ist. Egal. Annehmen. Wieder ein dunkler Tag. Aions Schatten sich sammeln, sicherer Teleport. Da brauche ich Äther, gell? Na, vergiss es. Das habe ich noch nicht. Äther-Sammlung mache ich, wenn ich Level 30 oder Level 40 bin. Was für später? Ja, wenn man da bessere Flügel bekommt. Oh nein, und gleich ein Spion-Quest, natürlich. Da freue ich mich schon drauf. Das ist mega leicht. Trotzdem ist ein Spion-Quest und Spion-Quests sind scheiße. Das ist mega leicht. Seid gegrüßt.
Wenn es das Schicksal erlaubt. Okay. Dann ist hier oben noch der Typ. Und jetzt erstmal alle kompletten Quests annehmen. Seid gegrüßt. Oh, ich hab bald die 4000 erreicht. EK. Muss es einmal verwenden, dann hast du keine 4000 mehr. Ich weiß nicht mal, wie man es verwendet. Von daher. Das ist ein Skill. Mit dem Stigma. Ein Skill, wo 2000 die Kraft verwendet werden. Genau. Oh, wie. Wie ich das? Nee, nur ein Stigma anwenden. Unheil. Ich nehm die Ordnung in Items. Ein Shuguri, ein gutes Geschäft. Okay. Den Skill bekommst du durch einen Quest. Oder so ähnlich. Den Skill bekommst du durch einen Quest. Level 10er Quest in Pandemonium. Seid mir gegrüßt. Großartiger. Ja, brauch ich nicht. Für Asmodee. Okay, da hinten ist noch einer. Thunberg. Ne, Thornberg. Seid gegrüßt. Gleich Heisenberg. Titaniumerz. Okay. Was hat die hier für ein Eventquest? Eindringen in das Noxana Ausbildungslager. Yay. Geht nicht. Ist sogar eine bessere Waffe als ich habe. Deswegen will ich ja auch die Dings da machen. Ausbildungslager. Ja, müssen wir auf Moon warten. Moon ist schuld. Schon wieder. Ja, wenn ihr halt. Warum schon wieder immer noch? Guten Tag. Ab und zu ist er ja mal nicht schuld. Was? Der ist immer schuld. Ja. Ist der ist immer schuld. Ab und zu ist auch Darko schuld. Darko ist niemals da. Ja, deshalb eben. Ist er ja auch schuld. Weil er nicht da ist. Seine Anwesenheit fehlt. Was wollt ihr? Und hier noch die ganzen Noxana-Quests annehmen. Bin ich schon an der Kurve da unten? Arion beschützt, wünscht ihr etwas von mir? Tja. Wünscht ihr etwas von mir? Also ja, es wird endlich mal Zeit, dass Moon Level 25 wird. Wenn du mich so weiter hättest, dann können wir... Wenn du das alle 5 Minuten sagst, schafft er das auch nicht. Ja. Schatten beschütze euch. Ansonsten können wir auch sagen, dass wir für nächste Woche warten und dann kann ich dann weiterleveln, wenn du mich so weiter hetzen möchtest, Maxi. Das ist so nicht diese Woche passieren. Man kann ja Mut auch unterstützen und helfen, dann will er vielleicht noch schneller. Der war gut, Terry. Der war gut. Na los, Terry, los. Ja. So, und hier könnt ihr auch mal sehen, was ich offscreen mache. Ich habe 119 Bronzemünzen. Ich dachte, du wolltest den runterholen. Ernsthaft? So, da hole ich mir mal alles Beste, was ich jetzt holen kann. Wahrscheinlich alle von seinen anderen Chars mit rein sind. Elite Rang 7 Asmodia Stangenwaffe. Das heißt, ich habe eine neue Waffe. Und noch eine Rüstung, schön. Platten. Rüstung? Hä? Gibt's denn hier keine Platten? Ah ja, hier ist Plattenrüstung. Die sind besser, die sind besser, die sind besser, die sind besser. Und auch die sind besser. Kaufe ich mir alle für 63 Bronzemünzen. Kaufen. Und jetzt bin ich vollkommen in neuer Ausrüstung. Und diese Rüstung werde ich jetzt auch, denke ich mal, wenn alles so klappt, wie ich es geplant habe, bis Level 30 tragen, also 4 Level noch. Und scheiße, sehe ich mal fucking episch aus, ey. Dann siehst du mal episch aus. Alter, du musst herkommen, da siehst du es. Dauert zu lange. Alter, sieht das geil aus. Keine Lust, würde ich mal sagen. Okay, hauen wir erstmal ein paar Mana-Steine rein. Oh, scheiß Spinnenalter. Alter, für jedes Rüstungsteil brauche ich 3 Mana-Teile. Und wetten, dass jetzt beim dritten Mana-Stein... alle wieder zerstört werden. Oh, doch nicht, okay. Elite Rang 7 Asmodia, ja gut. Oh, Alter, sehe ich geil aus. Hä?
Selbstverliebter ist auch nur Liebe. Ey, du müsstest mich ohne Scheiß mal sehen. Ich sehe wirklich fucking episch aus. Ach nee. Euros, denke ich, da sieht viel besser aus, ja. Nein, okay. Tut's definitiv was nicht. Was er, dass er sich gekauft hat, sieht richtig gut aus. Alter, was ist denn nur mit der Waffe los? Ach, ihr seid langweilig. Hey, warum seid ihr langweilig geworden? Was? Was? Ja. Parieren. Oh, ich hab schon wieder Harame, Stoffschuhe und Stoffhandschuhe und... Orange. So, und jetzt funktioniert alles bitte. Möglich. Was ich will für ein noch Wunder. Mehr Mana-Steine verlieren. Was? Alter, das kann's doch nicht sein. So, jetzt schon wieder drei Mana-Steine weg. Oh Mann, ich hab alles von denen an, Alter. Ist so scheiße. Oh Mann. Mann. So, du kommst hier nach unten. Du kommst hier nach unten. Parieren nicht. So, und du funktionierst jetzt. Wehe, ja, wenn nicht. So, und. Ey, willst du mich verarschen, Alter? Ja. Immer doch. Ich hab da jetzt ohne Scheiß schon beinahe 10 Mana-Steine reingedämmert, ey. Anscheinend nicht genügend. Warum? Weswegen? Weil die andauernd zerstört werden wieder. Der Typ. Ja, dann musst du halt diese Pulver dazu nehmen. Das mache ich definitiv nicht. Warum nicht? Weil das so viel Kohle kostet. Ich habe nur 55 Müller. Oh, eben. Das kostet vielleicht. Oh ja, geil, jetzt sind endlich alle drei drinne. So, auf. Jetzt werden Potosium angeben, Altgard abgeben und fertig. Ja, jetzt geht's mit der Hose los. Ah, was ist denn da oben? Ach so, diese. Oh, nochmal labern. Irgendwann hat man keinen Bock mehr auf diese Insel, ey. Welche Insel? Na, Altgard. Altgard ist keine Insel. Nein, ich muss jetzt immer so. Ach, sind alles Inseln. Hier ist immer wieder eine neue Insel. Was? So. Ihr könnt den Mana-Stein nicht bei den gewählten Gegenstand verwenden, weil das Mana-Stein, weil die Mana-Steinstufe zu hoch ist. Willst du mich jetzt verarschen? Na doch. Wenn die Rüstungsstufenanforderung 30 hat, kannst du keine 38 reinknallen, klar. Ist doch scheiße. Muss ich jetzt mir neue Mana-Steine aus meinen. Des Mutters. Nächsten Mal. Was hast du denn schon wieder? Lagerhaus holen, wenn ich jetzt wüsste, wo mein Lagerhaus ist. Das da hinten. Wie viele Mana-Steine brauche ich noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So viel habe ich aber auch nicht mehr. Oh, okay, ich nehme alles zurück. Für die Shedim-Gebieter. Okay. Boah, Alter, ist klar. Ich bin von vielen Leuten gleichzeitig angegriffen. Also cool. Findest du nicht? Ja. Ja, genau. Ja, Mana-Steinstufe zu hoch. Mana-Steinstufe zu hoch. Aber ich überlebe es. Alter, das kann's doch nicht geben, Alter. Natürlich. Welche Stufe ist das? Verfügbar, Mana-Stein. Ach, alt, wo ist denn alt? Hier ist alt. Mana-Stein bis Stufe 40, okay, da verwende ich den, der ist bis Stufe 20, der ist auch bis Stufe 20. Den und den und nehmen wir noch den dazu. So, das soll jetzt aber auch funktionieren. Das sind hochwertige Mana-Steine, die will ich jetzt nicht verlieren. Da musst du mit der Verankerung. Scheiß auf Verankerung, Alter. Ja, dann beschwer dich nicht, dass er kaputt geht. Verankerung mache ich dann bei einer goldenen Rüstung oder so. War doch nicht bei einer blauen. So, wehe, du funktionierst nicht. Ich werd Rage-Mode, Alter. Oh, Rage, ey.
Du wirst Rage Mode, das würde ich sagen. Ah, super, also. Okay. Ja, siehst du, hört auf mich wenigstens. Was ist denn on? Lol, der Typ hat haargenau dieselbe Rüstung wie ich. Und wer macht da die Fab-Geräusche? Ich nicht. Nee. Fab-Geräusche? Das ist schon Hallos. Oder das Tischkloppe. Alter, 10 solche Scheißviecher töten. Hört er nicht, hört er nicht. Hahaha. Oh, yeah. Alter. Mario, das müsste von dir kommen eigentlich. Nee, das sehe ich ja, wenn ich breche. Von wem kommt das Geklopfe? Moon, halt die Fresse! Bei mir ist das auch nicht. Echt? Nein! Das ist Mauro. Nein. Doch. Das wird mich verarschen, ich sehe doch weiter, wenn bei mir das aufkloppt. Ja, und das ist dann immer blau, wenn dieses Blocken kommt. Bei dir. Oh, super schön. Und nur also, die Handschuhe. Die ganze Zeit einen Schock, als wenn du gegen deinen Tisch mit dem Fuß haust oder irgendwie mit dem Finger drauf klopfst. Ja. Ich mache aber nichts. Vielleicht massakriert er seine Tastatur. Lügen bringen Schande. Dann bekommt ihr neues Mikro. Ja, kauft ja, den Ola weg. Kauft den Studio-Mikrofon. Sind immer andere Schuhe. Oh komm, bitte funktioniert das jetzt. Lass das funktionieren. Oh super, endlich habe ich es fertig. So, ich bin mit meiner Rüstung komplett. Und scheiße, sehe ich geil aus. Oh Mann, boah, Alter. Fresse. Ich bekomme einen Orgasmus, wenn ich sehe, wie ich aussehe. Würde ich jetzt sehen. Ich mache das nicht mit Facecam, sonst wäre sie jetzt weiß. Ja. Das will ich sehen, Alter. Also ich wusste ich schon immer. Ich wusste das einfach. Bitte was? Genau das. Das Leben ist schön, solange es dauert. Das Leben ist so schön. Ich lass dich nicht fallen. Ich lass dich nicht gehen. Hör auf dein Herz. Leben ist so schön. Okay. Erstmal hier mal so anbieten. Dafür. Das singen die Emos, bevor sie sich aufhängen. Boah, war das nochmal scheiße. Du bist ein geiler Emo und zählst deine Schnitte. Elektro-Titte. Ja, da war es. 7 der iTunes-Chart. Asphalumbra. Immer noch oder schon wieder? Nein, nur zu der Zeit. Ja, so lange hält sich das ja niemals. Ja, wie immer sehr gesprächig, wie immer. Ja, ich habe hier gerade erstmal Milliarden an Quests angenommen. Hat man so überlegt, wie lange wir hier jetzt schon aufnehmen, das ist ein Wunder. Mhm. Oh, und ich sehe geil aus. Oh, ey. Oh, weißt du, wie der Stress? Leider nur noch 4 Level. Leider sehe ich nur noch 4 Level so geil aus. Ja, hätte es früher hingehen müssen. Ja, ich glaube, die Rüstung ist erst ab Level 26, oder? Tatsächlich, erst ab Level 26. Ja, ein guter Tag. Ja, dann musst du halt länger tragen. Mit wem soll ich jetzt sprechen? Ich mache jetzt erstmal den PvP-Quest. Seid gegrüßt. Folge ist vorbei. Warte, ich bin gerade PvP. Trotzdem vorbei, ändert er nicht dran. Das ist mir doch scheißegal. Selber. Geht nach Asmodia und spricht. Also, und ja, was kann ich, soll ich jetzt hier machen? Hab ich auch gedacht. Ah. Ich könnte. Oh, hier, okay, welche Richtung? Ah ja, okay, dann machen wir das. Nee, du setzt dich nicht hinsetzen. Oh Gott, ich hoffe, das überlebe ich. Ich bin nach 3 Sekunden in der Hauptstadt gestorben. Wieso gehst du auch in die Hauptstadt? Das ist doch idiotisch. Nein, hier ist schon wieder einer. Oh nee, böse, ganz böse. Oh nee, oh, oh, oh nee, oh.
So geil! So geil! Super geil! Biatch! So, ja, ich glaube, hier Super kann Maxi, der mich Super nicht Theorie. Mal erwischen, ne? Leider geil. Leider nein. Das Dumme ist, ich sehe hier oben überhaupt nichts. Aber ich höre jemanden. Ich höre jemanden. Ja, da oben! Oh, wow. Alter. Angst. Am Arsch. Angst am Arsch? Still. Soldat Rang 1, ja natürlich. Welches Level soll denn der sein? Level 65 oder was? Try it. Oh, ich bin gleich Level 27. Ja, was also von mir aus können wir die Folge jetzt beenden. Ich bin gerade beschäftigt. Schildphase. Ich kämpfe doch nicht gegen den Level 65er, Elli. Doch nicht so scheiß Tauben 16, ne? Ja, wenn ich Level 65 bin, würde ich's machen. Nicht. Er läuft weg. Und weg. Speed Charge um den Tod. Gesundheit. Schön und ich musste niesen. Gesundheit. Und jetzt Beeilung. Ja. Bitte nicht. Ich will nicht sterben. Oh doch, das tut so gleich. Automatisch direkt. Möget ihr niemals durch. Ketchup auf den Boden. Für die Elim. Sie starren einander an. Ich bin hier einen Virus. Dedede. Wie wird der Trainer reagieren? Claudia nimmt Käfer und. Und den hat sie nicht ohne Grund. Abends springt er in ihr Bett. Und dann geht er sie flippern. Immer oben auf die Karte behalten. Claudia 2. Warte, bevor ich das mache, mach ich das Cherubinsammler. Kennst du mit Moiro? Claudia 2? Natürlich. Erstens, du hast es mir 3000 Mal vorher gespielt. Zweitens, ja, so anders 3000 Mal. Ja, ich kann es auswendig fast. Claudia hat jetzt ein Pferd, mit dem sie ziemlich oft verkehrt. Was geht hier ab? Ja, natürlich, das war's, ich bin tot. Ach, war ich auch. Nee, noch bist du nicht tot. Ja doch, aber wenn mich hier so ein Level 50er oder sowas PvP-Typ verfolgt, dann bin ich definitiv tot. Nein, noch bist du nicht tot. Nimm deine Jinjo-Jun und flieg weg. Ja. Aber wusste er noch nicht gekommen. Genauso wenig wie er wusste, dass man Cutscenes abbrechen kann. Ja, stimmt. Geil. Ich kann Jinjo-Jun benutzen. Wie geil. Geil. Mann, ist das eine Biane? Der verfolgt mich! Hilfe! Der verfolgt mich! Loser! Das sagt die nach 3 Sekunden tot war. Weißt du, wie lange ich jetzt hier schon drin bin? Oh. Das ist auch nicht mein Problem, dass du in die Hauptstadt fliegst. Ja, ist kein Wunder, dass ich da nur 3 Sekunden. So, den Quest nehme ich jetzt noch schnell. Aus Moon. Alter! Ja, richtig! Nimm den Quest an! Nein. Den Quest. Ja, den Quest. Und will der Typ mich nicht angreifen? Ist das etwa netter? Da hat man keine Karte Objection gerufen. Hui. Weg doch. Mero. Okay. Ich kommuniziere jetzt mit einem Elli. Tja! Tja! Der winkt mir zu! Scheiße, sie gerade ein? Was macht sie da? Zelda! Link! Lipstick. Link! The shell to the pass! Tja! Nee, da kann ich jetzt hier ganz schlecht. Das hört sich gerade an, Alter. Oh, verwirrt. Please don't kill me, I only want to make my quests. Auch jemand eine Ehrenmedaille. Sorry, Prince. Medaille. What? Ja, warte, das ging anders. Es
Ja, das war halt ein excuse Frau, me, Princess. No. Komm. Costa, wird das jemand? Da fällt mir gerade die ganze Zeit ein, was Orochimaru sagt bei... Ich alle auf einmal. Alle ich nehm's gerne. Oh. Mann, Alter, stress nicht, du Spaß. Das geht mir auf den Sack. Ey, geil. Oh, es gibt doch nette Ellies. Ach, wirklich? Ja, der hat mich nicht angegriffen. Der hat sogar gelächelt, als ich sagte, please don't kill me, I only want make my quests. Ja, der ist ja okay. Oh, hätte dich töten müssen. Der ist voll nett. Der ist voll auf Trash. Es war sogar eine Frau. Bist du dir sicher? Ja, das ist in-game schon. Alter, wenn du nochmal, Alter, dann kriegst du ihn enttäuscht. What? Dann hoffe ich nur, dass ich jetzt. Nicht ihr, hier ist so ein. Hoffe ich mal, dass ich jetzt nur solche netten Ellies finde. Kaum zu glauben, dass es überhaupt nette Ellies gibt. Bist du dir sicher? In jedem Spiel gibt es nette und scheiße. Aber Ellies sind normalerweise immer scheiße. Das hab ich früher bei WoW auch gedacht und am Ende war es doch nicht so. Ey, sowas finde ich aber echt geil. Sowas finde ich wirklich geil. Also im PvP-Gebiet, die können einen mit Leichtigkeit umbringen und lachen dann nur und gucken einen an und gucken, wie sie die Quests erledigen, sind voll nett. Das gibt's nicht überall. Das stimmt. Das feier ich gerade richtig. Und da hinten ist schon wieder einer, der wird mich jetzt bestimmt killen, oder? Oh, er ist weg, okay, gut. Es sei denn, es war ein Assa, der sich jetzt unsichtbar gemacht hat. Ach, was soll's, ich mach das jetzt einfach so lange, bis mich irgendjemand killt. Oder bis ich die Quest erledigt habe. Gar nicht. Vielleicht kommt ja der andere Ellie wieder, der eben so nett war und hält andere ab, mich zu killen. No, don't kill him, cause he makes only his quest. And then... fuck that. Get out of my way, I want to kill this Assi. Ich hab nicht zufällig eine Ahnung, wo so nur Ohrringe sind oder so. Was? Rot-Halskette oder Drachenblut. Armband oder sowas. Wisst ihr nicht, wo das zufällig ist? Was? Hab ich doch gerade gesagt. Hör mal zu. Armband oder so. Da musst du die Mobs, die bei der Festung sind, killen, glaube ich. Wo ist denn hier eine Festung? Ja, hier Moorheim-Festung halt. Oh Gott. Weißt du, also hier Slink. Glaube ich aber nur. Ja, okay, danke. Ah, jetzt geht doch einfach nur down. Ja, da kommt schon noch nächster. Lol, jetzt hat die auch noch zu mir gesagt, viel Glück. Das lacht, Buddy. Alter, ich find's geil. Ja. Sowas muss man erstmal finden. Sowas muss man erstmal finden. Wer heißt denn der Typ? Keine Ahnung, hab vergessen, es war eine Frau. Ich merk mir doch nicht den Namen von den Ey, wie sehe ich denn aus? Ich bin ein Asmu. Ist ja ein Gedenk. Wäre die ein etwas niedriger, hätte die ein etwas niedrigeres Level gehabt, hätte ich sie gekillt. Oh, wie sozial von dir. Ja, XD. Hey, das bringt Abyss-Punkte. Euer Ziel ist nicht zu finden. Boah, jetzt habe ich Beutel sammeln. Was ist das denn?
Die Quest. Killen wir noch ein paar Sumpfschleime, die gehen wesentlich schneller. Euer Ziel ist zu weit weg. Dieses Ziel ist. Alter, in der ganzen Zeit, wo ich hier Aion spiele, habe ich das bisher nur mit denen hier zusammen zweimal erlebt. Was? Dass jemand, dass ein Eddie so nett ist und mich nicht killt. Zweimal schon. Ja, mit denen jetzt hier zusammen. Zweimal. Und da hinten habe ich gerade einen noch höheren Ellie gesehen. Der kommt jetzt auch auf mich zu. Also ich glaube, das war's jetzt hier. Vielleicht deswegen gut lag. Da ist er. Und wirklich ist der die Taube hier. Er spielt auch ein bisschen mit dir, ne? Er will doch ein Spiel. I only want to make my quest, so please don't kill me. ohne Gnade tötet euch. Show no mercy. Surrender now, maggot. Zeige keine Gnade vor dem Feind. Also er steht nur darum. Warum verlierst du dein Leben? Ja, weil ich gerade Mobs killer. Brauche ich für den Quest, den ich hier mache. Hier sind mir aber irgendwie zu viele Ellies, ich hab Schiss. Der große Maxi hat Schiss, das ist der Mordestick. Fresse! Du bist nach 3 Sekunden schon gestorben. Ja, schon! Ich wollte da nicht hin. Ich weiß nicht mehr, was ich machen sollte. Okay, super, ich brauche nur noch 6 Mobs. Alter, ich glaube, das wäre dann auch das erste Mal, dass ich alle Quests hier erledigt habe. Wo alle Quests? Na, hier im ersten PvP-Gebiet. Wo ist das? Die obere Seite von Eldnen. Da kommst du durch Moorheim hin. Irgendwie sind die Spieler hier viel sozialer geworden in der Zeit, wo ich weg war. Ja, es sind auch die netten Asmodier, ja? Okay, ne, Elias. Ja doch, das ist Elias hier. Ich bin gerade im Elias-Gebiet. Nimm Schuld. Und mach hier Quests. Ja, schön. Okay, der läuft einfach an mir vorbei. Das finde ich auch voll sozial. Cool. Und den ganz Quest habe ich fertig. Dann fehlen nur noch die Sammler. Komm, das krieg ich auch noch hin. Ich heile mich nochmal schnell. Ich habe jetzt einen tollen Heiling-Skill. Beine gelbe Viecherbeutel. Das war mir sowas von arschklar, dass das Vieh mich angreift. Welches Vieh jetzt schon wieder? So ein beschissener Moorschlammdorn. Und er toppt nicht mal was. Okay, ein Sammler noch. Komm, dann habe ich es geschafft. Der letzte. Ja, los, los. So geil, ja. Und geschafft. Wann ist die Aufnahme zu Ende? Eigentlich ist sie schon lange zu Ende, soweit ich mich erinnern kann. So, jetzt ganz fucking schnell nochmal die Quests abgeben, bevor doch irgendein Ellie auf die Idee kommt, mich zu killen. Ah, jetzt geh doch. Chindujun, komm. Wo bist du? Chindujun.
Nein, hier ist einer. Ja, toll. Jetzt war das war's. Hast du schon die ganze Zeit, aber du duckst einfach nicht. Ja, der hat mich aber gerade angegriffen. Und der greift mich weiter an. Ich heile mich trotzdem mal, vielleicht schaffe ich es noch, die Quest abzugeben. Ich weiß noch nicht wo. Da. Ja, toll, natürlich. Direkt bei der Garnison. Ich habe Angst. Na gut, eigentlich nicht mehr. War mir. Komm, komm. Ja, ja. Geil. Quest abgegeben. Und der Typ, der verfolgt mich nicht. Das finde ich auch voll cool. Irgendwie fühle ich mich hier voll verarscht. Ach, da ist er. Seid gegrüßt, Deva. Willst du mich verarschen? Da habe ich doch eben schon gemacht, den Quest. Nein! Hilfe, Hilfe! Der verfolgt mich! Jetzt kommt noch einer dazu! Geh doch einfach sterben, dann hast du es hinter dir. Ich will aber nicht! Ich will einfach sterben! Geh einfach sterben, das tut gut! Hilfe! Ich renne. Ich will nicht sterben. Ich bin nur noch so jung. Ich bin erst Level 26. Tötet ihn einfach bitte. Er soll aufhören zu leiden. Sind ja keine wilden Tiere. Boost. Ey, der verfolgt mich immer noch. Hat er keine anderen Hobbys, Alter? Ja. Anscheinend. Ja, weißt du das? Scheiße, und das ist eine Sackgasse. Wer das kann? Didim. Ah. Okay, er hat aufgehört, mich zu verfolgen. Ich renne aber trotzdem noch ein bisschen weiter weg. Beiden Stellen tot. Ich sehe ihn nicht mehr. Kann ich hier noch meine Quest hier weitermachen? Vielleicht. Nein, er kommt wieder. Ah, schnell weg. Scheiß auf Drop, ich hab eh ein volles Inventar. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ah! Und jetzt leckt Eiern auch noch. Verfolgt er mich? Er verfolgt mich, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, 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 nein. Wieso ist denn der auf einmal so schnell? Ich hab's gerade getötet. Wieso ist denn der so schnell jetzt auf einmal? Nein! Oh, so ein Wichser. Ist jetzt der Aufnahme zu Ende. Ich bin tot. Aber ich konnte wenigstens zwei Quests abgeben. Willkommen, Deva. Muss ich warten, bis dieser Typ wiederkommt? Na klasse. Dann wird los, ey. Oh Gott. So, und jetzt hier warten, bis der Typ wiederkommt. Und was habt ihr heute so gemacht? Was wünscht ihr? Ja, wann ist jetzt eigentlich die Aufnahme vorbei? Gearbeitet. Eigentlich schon die ganze Zeit. Ja, dann würde ich mal sagen, beenden wir die Aufnahme, oder nicht? Keine Ahnung. Ja, doch. Ja. Wir können ja dann auch gerne noch eine machen. 6 Stunden habe ich jetzt schon gespielt. Oh, nicht noch eine. Nee. Nee, warum nicht? Ich muss auf. Um 0 Uhr. In 10 Minuten. Und laut mein Handy schon seit 2 Stunden und 47 Minuten. Ja, okay. Alter, was ist das für eine Landschaft? Vulkan oder was? Oha. Okay, dann sagen wir jetzt alle tschüss. Tschüss. Ja, ein guter Tag. Ciao. Oh, ciao. Cheerio. Na los, komm. Eher nicht mehr. Okay, und Tüte Lühü. Da ist er.